Boah, Fabi, geiler Scheiß, Alter. Endlich mal wieder so ein Gefühl, wo du sagst, ey, du bist auch belohnt worden für den geilen Kram, den ihr abgezogen habt. Wie fühlt sich das an? Ja, geil. Geil. Es ist wie ich... Ja, Mann! Ja, so fühlt sich's an. Ja, es, wie ich gesagt habe nach dem Freiburg-Spiel, ich glaube, wir brauchen so ein hässliches Tor, so ein abgelenktes Ding. Und ja, hat sich bewahrheitet. Und die Leistung heute war wie in den letzten zwei Spielen grandios. Also noch ein bisschen grandioser natürlich. Aber man hat gesehen, die Mannschaft lebt, die ist völlig intakt. Da geht jeder für jeden. Und wie du gesagt hast, heute hat sie sich mal endlich belohnt dafür. Und dabei muss man sagen, dass Berlin überhaupt nicht reingefunden hat. Das lag aber an uns, nicht weil der Gegner so schwach war, oder? Genau, also es ist wirklich so, dass wir auch gesagt haben, wir wollen die richtig überfahren, und ich glaube, so ist es auch eingetroffen. Natürlich ein guter Zeitpunkt mit dem Tor kurz vor der Halbzeit. Das gibt ein gutes Gefühl dann. Und am Schluss relativ souverän, glaube ich, dann über die Zeit gebracht. Das hat auch schon anders ausgeschaut, die Saison. Wie war denn so die Stimmung so seit gestern? Wir haben alle die Bilder gesehen zum Abschlusstraining. Auf welcher Wolke seid ihr heute schon in Steinigung geschwebt und dann noch mit dem Support und mit eurer Leistung? Ging dann auch am Ende von alleine, oder? Auch wenn man in euren Gesichtern dann schon die Körner gesehen hat, die nicht mehr da waren. Das ist so, also es ist definitiv so. Ich glaube, es war schon nach dem Freiburg-Spiel die Stimmung in der Mannschaft, dass wir uns nochmal wirklich zusammengerauft haben, gesagt haben, ja, es gibt nur eine Möglichkeit, wenn wir alle gemeinsam an den Strang ziehen. Und das haben wir die ganze Woche im Training gesehen. Gestern im Höhepunkt natürlich mit dem Zuschauen. Es gibt ein geiles Gefühl. Einfach, da kommst du hier ins Stadion und weißt schon, es kann eigentlich nicht viel passieren, wenn du einfach Vollgas gibst. Und die haben uns richtig nach vorne gepeitscht jetzt die ganze Woche und heute. Und ich hoffe, sie können sich einen schönen Abend heute. Und jetzt demütig weiterarbeiten, schätze ich mal, oder? Auf alle Fälle. Das ist der erste Schritt von hoffentlich ein paar Schritten. Ich wollte dich eigentlich schon entlassen, aber gut, dass du es mal bestätigst. Ja, muss gesagt werden. Ja, absolut, oder? Ja, Mann, endlich mal wieder so ein richtig geiles Spiel. Endlich mal auch wieder belohnt worden von den ganzen Einsatz, den ihr da draufgepackt habt. Was war am Ende dann der Ausschlag? Wirklich der Wille oder auch die spielerische Qualität, die heute mal auch wieder mal offensichtlich war? Alles einfach. Wir haben am Sonntag nach dem Training haben wir noch interne Sitzung gehabt von der ganzen Mannschaft. Jeder hat seine Meinung eingeschmissen, auch die Spieler, die kaum gespielt haben. Und wir haben uns da eingeschworen auf die ganze Woche, auf den Abstiegskampf. Und wir haben gesagt, wir müssen wieder höher anlaufen, wir müssen pressen, wir müssen als Mannschaft agieren. Dort dürfen wir auch den Fußball nicht vergessen und wir müssen mutig sein. Pressen, Vorchecking, Gegner nicht zum Spielen lassen kommen. Und das hat man in der Woche gesehen im Training und ich denke heute auch im Spiel. Und muss man auch den Fans nochmal ein dickes Lob aussprechen, was die auf die Beine gestellt haben, auch die Woche über. Und speziell auch nochmal gestern im Abschlusstraining. Also da haben wir auch ein bisschen Gänsehaut bekommen und das hat uns heute immens gepusht. Man hat es auf jeden Fall gesehen, sehr eindrucksvoll das Ganze heute auch. Wie schwierig war es denn in so einer Situation dann auch vielleicht den Glauben auch daran zu behalten, dass es so klappen kann, wie es heute geklappt hat? Weil ging ja nicht immer so einfach. Ja, aber heute irgendwie war es nicht so schwierig, weil wir haben eine richtig gute Trainingswoche gehabt und wir wollten das einfach vom Training wollten wir auf den Platz umsetzen und das hat heute überragend funktioniert. Wir hatten gleich von der ersten Minute an ein gutes Gefühl und schade, dass es in den letzten Wochen nicht so aussah, aber ich denke, die Mannschaft hat begriffen, um was es geht und wir sind im Moment einfach nur stolz, aber wir haben nichts erreicht. Wie gesagt, es war ein Spiel. 5 Folgen noch und wir müssen jetzt gucken, dass wir mindestens noch 2-3 Spiele gewinnen. Vielen Dank. Danke dir, Junge. Erstmal Glückwunsch zum Geburtstag. Zum Spiel. Was freust du dich eigentlich mehr? Geburtstag haben oder so ein Ding abgehoben zu haben heute? Ja, auf jeden Fall über die 3 Punkte freue ich mich mehr. Und zwar ein richtig wichtiger Sieg und es hat mich gefreut zu spielen. Und ja gut, war ein schönes Geburtstagsgeschenk, sagen wir es mal so. Wie schwierig war es denn, sich dieses Geburtstagsgeschenk dann auch am Ende zu erarbeiten? Weil man hat ja schon gesehen, Berlin war willig, konnten aber nicht. Wir haben sie ruhig gestellt. Wie haben wir das hingekriegt? Ja gut, ich denke, die Stimmung im Stadion war da ausschlaggebend und dass jeder absolut 100% gegeben hat, jeder über seine Grenzen hinausgegangen ist und wir alles gegeben haben für den Sieg. Und dieses Torwartspiel ist ja so, schön, der Brosi nochmal einen Tiefschlag mitgegeben, danke Brosi. Aber so ein Torwartspiel ist ja so, dass du vielleicht wirklich mal überhaupt nichts zu tun kriegst und dann einen halten musst, so wie in der zweiten Halbzeit. Beschreib kurz die Situation, wie geht es um Anspannung, wie kriegst du die hochgehalten, gerade wenn du das alles drumherum auch mitkriegst, die ganze Stimmung und die Spannung, wie bleibst du cool, wie ziehst du dein Torwartspiel durch? Ja,
Ja gut, halt im absoluten Fokus auf den Ball und man spielt ja auch mit und ist voll drin im Spiel und ja, es hört sich schwieriger an, als es ist. Also man ist dann man ist so unter Spannung und wenn dann ein Schuss aufs Tor kommt, dann ist man auch da. Was heißt das jetzt für uns? Müssen wir ruhig bleiben, weil der Pro ist jetzt auch gesagt, kaufen können wir uns dafür eigentlich nichts, außer die breite Brust. Aber wie müssen wir jetzt damit umgehen, mit so einem Spiel? Nächste Woche kommen die Bayern. Ja gut, genauso weitermachen, egal gegen welchen Gegner und dann wird es für alle schwierig. Deswegen da dranbleiben, immer weiter und dann wird es auch was. Alles klar, Glückwunsch zum Geburtstag und Glückwunsch zum guten Spiel. Danke dir. Danke. Ja, Danny, typisches Mainz 05 Heimspiel. Darauf haben wir lange gewartet, ihr wahrscheinlich auch. Am Ende hat man euch auch angesehen, dass ihr eigentlich nur noch durch die Stimmung getragen werden konntet. Ihr habt so viel rausgehauen. Wie schwierig war das heute? Ja, natürlich zum Ende des Spiels sind die Kräfte natürlich oder lassen die Kräfte nach. Wir wollten einfach von Anfang an, also die ganze Woche haben wir Gas gegeben, das Training hat man schon gesehen, jeder ist gewillt, heute hier ein Feuerwerk abzubrennen, für die Fans zu spielen. Ja, das Gute war natürlich auch, dass die Fans gestern nochmal da waren und uns gepusht haben. Ich glaube, das hat jedem nochmal einen extra Schub gegeben. Das haben wir heute alles eingebracht und wir haben heute verdient hier gewonnen. Und dein Ding, so einen Teil haben wir uns auch lange wieder gewünscht, ein Schuss, der abgefälscht wird, trotzdem reingeht. Da kam auch das Glück wieder, oder? Ja, wir haben uns heute endlich mal erzwungen und uns mal wieder belohnt oder ja belohnt dafür, für eine gute Leistung heute, wie ich gerade schon gesagt habe. Zum Glück ist er reingegangen heute, haben wir danach trotzdem weiter Gas gegeben und sind heute verdient zum Sieger hier vom Platz gegangen. Warum haben wir heute die Hertha überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen? Also was war der Plan, wie wollten wir die heute bespielen, was ja dann am Ende auch funktioniert hat? Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, also wir haben die ganze Woche darauf hintrainiert, heute dieses Pressing wieder, was uns eigentlich stark macht, auch die letzte Saison, jetzt auch in der Hinrunde, was uns einfach stark gemacht hat, dieses Ballgewinne zwingen in der gegnerischen Hälfte und dann schnell nach vorne zu spielen und ja, es ist uns super gelungen, jeder war da, jeder hat sein letztes Hemd gegeben heute und ja, das müssen wir in den nächsten Spielen auch wieder zeigen. Aber demütig bleiben, cool bleiben, weil noch ist nichts vorüber, oder? Wie gehen wir jetzt damit um? Kein Blumentopf gewonnen, aber breite Brust dazu geholt. Genau, also wir haben alles selber noch in der Hand. Egal, wir müssen auf uns schauen, egal wie die anderen Mannschaften spielen. Und wenn wir in den nächsten Spielen auch pumpen, dann bin ich guter Dinge. Und wenn du so ein krummes Ding schießt, bin ich auch guter Dinge. Wunderbar. Danke dir, Junge. Okay.